Weil er seine leibliche Tochter insgesamt 111 Mal vergewaltigt haben soll, steht derzeit ein 53-jähriger gebürtiger Kasache vor dem Regensburger Landgericht. Eigentlich hätte am Donnerstag das Urteil gesprochen werden sollen. Allerdings wurde die Großmutter der Geschädigten noch einmal vernommen. Auch eine Gynäkologin kam zu Wort. Die schrecklichen Taten, die dem ehemaligen Busfahrer vorgeworfen werden, sollen im März 2006 ihren Anfang genommen haben. Da war die Tochter noch minderjährig. Ein Urteil wird kommenden September erwartet. Die Regensburger stehen unter Schock. Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Horrorunfall ereignet, bei dem ein 5-jähriges Mädchen getötet worden ist und 4 weitere Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 46 Jahre alter Cabrio-Fahrer lieferte sich eine Verfolgungsjagd quer durch die Stadt mit der Polizei. Zuletzt donnerte er ins Schaufenster eines Waschsalons, wobei er das 5-jährige Mädchen erfasste und tödlich verletzte und seine 3 Jahre alte Schwester schwer verletzte. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich der Fahrzeugführer freiwillig im Rahmen eines stationären Aufenthaltes im Bezirksklinikum Regensburg befand. Er könnte bei der Tat schuldunfähig gewesen sein. Vor seiner Amokfahrt hat er noch im Brunnen des Stadtparks gebadet. Jetzt befindet sich der Tatverdächtige in einer geschlossenen Anstalt. Katastrophenalarm bei Bad Reichenhall. Ein Waldbrand am Thumsee hielt Einsatzkräfte 4 Tage lang auf Trab. Rund 1000 Einsatzkräfte, darunter auch Feuerwehr, Bergwacht und THW, waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Löschhubschrauber halfen im Kampf gegen die Flammen. Auslöser für den Waldbrand war vermutlich ein Blitzschlag während eines Gewitters in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli. Den Flächenbrand haben Feuerwehren, THW, Bergwacht und Gebirgsjäger inzwischen in den Griff bekommen. Auch die von der Bundeswehr eingesetzten Hubschrauber wurden abgezogen.